davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Das ist ein Plan, Harry. Und damit willkommen zurück bei der neuen Episode von Spider-Man 2. So, es geht weiter mit Harry und seinem besten, allerbesten Freund. Beziehungsweise es geht weiter mit Pete und seinem allerbesten Freund, Harry Osborn. Wir sind immer noch in der Schule unterwegs, in einer, Du hast gut reden. Du musst ja keine Präsentation halten. In einer Vergangenheitssequenz, in der wir mit Pete und Harry in der Schule sind, müssen wir einen USB-Stick von Pete besorgen, den er in seinem Spind hat. Und diese Journey ist schon etwas... ist schon etwas abenteuerlich, indem wir ständig den Nachtportier über den Weg laufen oder dem Hausmeister. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Jemand drin? Was ist da los? Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Oh, ja. Schnell, hol den Stick und weg hier. Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Oh, shit. Wer ist da? Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf! Hey! Alter, wir landen im Knast. Nicht, wenn er uns nicht erwischt. Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag. Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ja. Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte, fast vergessen. Verständigt? Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Hänge die Polizei ab, damit die Wache allein ist. Wir brauchen Ihre Aussage. Was haben Sie gesehen? Also, Wrightfield Rick, das ist der Hausmeister, hat Geräusche gehört. Aber er verhält sich bei sowas manchmal komisch. Komisch. Im Sinne von Lust. Was haben Sie wirklich gesehen? Haben Sie sie denn gesehen? Nicht direkt, aber ich habe sie gehört. Woher wissen Sie, dass es mehrere sind? Sollten Sie sie nicht suchen? Bestimmt sind sie schon auf der Flucht. Erstmal durchatmen. Was haben Sie gehört? Also, zuerst habe ich etwas im Treppenhaus gehört. Und dann ist jemand durch den Flur gerannt. Wobei ich nicht direkt Schritte gehört habe. Aber was denn dann? Ich habe eher gesprochen. Manchmal platzen sie ohne Grund. Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Er ist allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfüber-Taschendieb. Diese Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Gut. Sie wartet bestimmt. Damit komme ich direkt über ihn. Lieblingstee auch nicht. Aber nein. Geschafft. Was war das? Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, gotta Sie sind im Büro! You understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, ich muss weg! Alles okay? Verstecken wir uns!
Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und sieh's dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. Im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht schon wieder. Mein Name ist Miles. Und mir ist schon langweilig. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Raft. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Sieh mich nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Hola, Miro. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und das... Naja,
Es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Bis dann. Okay, natürlich. Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Setze Netzflügel in Windkanälen ein, um dich schnell durch die Stadt zu bewegen. Zum Fortfahren X drücken. Netzflügel. Miles hat auch welche. Da ist noch einer. Ab in den Aufwind. Wohohoho. Langsam habe ich den Dreh raus. Ah, die Steuerung ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Aber es funktioniert besser als in Superman 64. Ich check mal die Aussicht. Wind ist einfach cool. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, weil Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet bald mal richtig aus. Ich werde da sein. Für Robbie. Ein weiteres Foto und somit Erfahrungspunkte für Miles und Pete. Bei all den furchtbaren Dingen, die in dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute hier zu Hause nicht. Central Park, Fortschritt. Ihr Leben aufgeben. Aber heute nicht. Ihr könnt mir auch mal gerne schreiben in die Kommentare, welcher Spider-Man ist euer Lieblings-Spider-Man? Es gibt ja mittlerweile sehr viele andere, die Spider-Man verkörpert haben. Nicht nur Peter Parker und Miles Morales, sondern durch die neuen Filme, unter anderem mit Miles, Spider-Man Into the Spider-Verse, beziehungsweise das Spider-Verse-Universum von Sony Pictures. Da könnt ihr mir nochmal gerne sagen, welcher Spider-Man euer Lieblings-Spider-Man ist. Vielleicht ist es sogar Spider-Man Noir oder Spider-Schwein. Ich würde es begrüßen, wenn wir auch noch einen Spider-Man bekommen würden. Also einen Spider-Man-Film mit einem reellen Schauspieler, der Miles verkörpert. Ich finde Miles als Spider-Man interessant. Er ist aber nicht mein Lieblings-Spider-Man. Schön, dass du hier bist. Anscheinend gerade rechtzeitig. Immer weiter, Gargan! Bereit für den nächsten? Den nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Scorpion. Schon gut. Ich bin okay.
bisschen früh für Feuerwerk. Wir müssen los. Rot, gelb. Wenn diese... Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind! Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff! Bei mir formieren! Mich wirklich aufwärmen soll. Dein Kopf gibt eine schöne Trophäe ab. Okay, wir sind wieder im Kampf mit Pete. Schweren Angriffen kannst du nicht ausweichen. Pariere schwere Angriffe, wenn die Warnung von gelb zu rot wechselt. Wow, Klingen sind scharf. Ihr seid wohl neu hier. Hi, ich bin Spider-Man. Falls ihr es nicht wusstet, das sind ganz üble Typen. Die sollten schön im Knast bleiben. Mach, dass du wegkommst. Das geht dich nichts an. Na gut, überspringen wir die Begrüßung. Nur weil ihr Boss sagt, wir brauchen eine neue Beute. Wir haben es dann mit Kraven the Hunter zu tun. Falls ihr nicht wisst, wer Kraven the Hunter ist, er ist einer von Spider-Mans ärgsten und stärksten Feinden, der Spider-Man als würdige Gegner angesehen hat. Denn er sucht immer neue Beute und Herausforderungen und misst sich mit den anderen, um herauszufinden, wer der Stärkere ist. Wer bist du, falsches Kind? Hör auf die riesige gibt's. Ja, die machen keine halben Sachen. Wir wollen wohl unbedingt an Skorpion. Oder Liran. Oder beide. Wenn diese Typen wieder freikommen. Wann sind hier nicht, Spider-Man? Ja.
Deine Anwesenheit ist unerwartet, aber unbedeutend. Mann, wer hat hier eigentlich? Woher kommt ihr überhaupt? Eins muss man ihnen lassen. Sie wissen, was sie wollen. Wir sind viele und wir kämpfen für eins. Ihr seid viele, ja, ist mir aufgefallen. Spider-Man, wie läuft's? Kennst du das mit der Hydra, bei der immer mehr Köpfe nachwachsen? So läuft's. Wir kriegen sie schon klein. Ich übernehme den Kleinen. Wussten wir nicht, dass sie die verlegt? Spielt jetzt keine Rolle. Schalten wir diese Typen aus, wer auch immer sie sind. Oh Mann. Was jetzt? Allerdings, und es kommen immer mehr Harpunen hier rein. Wenn mich die falsche Harpune erwischt, war's das. Ist da jemand? Skorpion ist entkommen und hat mich hier eingesperrt. Ich hol sie raus! Komm schon! Die Tür ist so konzipiert, dass niemand da durchkommt. Stromzugang. Klingt vielversprechend. Ich hoffe, Peter hat Scorpion im Blick. Die Typen wissen nicht, wen sie da rauslassen. Oh, die wissen schon, wen sie da rauslassen. Darum geht's ja. Komm schon, Notsturm. Sei hier. Als, kannst du klettern? Danke. Ich wollte gerade eben nicht. Die Kabel der Notstromversorgung. Super. Das Wasser steigt. Da kann ich nicht mehr zurück. Die Stromspannung hier ist stark. Sogar ich kann sie spüren. Sie darf nicht zur Wache gelangen. So viel Strom würde ihn glatt frittieren. Aber jetzt kann er aber da durch. Hey. Okay? Ich muss die Energie ableiten. Oh nein. Ach, komm schon. Oh nö, er hat ihn erwischt.
Ich hab dich gerettet. Ach, wirklich? Unmöglich. Nein. Dad. Das ist nicht echt. Wir haben Scorpion im Blick. Sterben wir, wenn wir ertrinken? Miles braucht doch auch Luft. Wohin muss ich? Aber diese Sequenzen mit Scorpion, mit dem Gift, das ist immer sehr geil. Das gab es im ersten Teil auch schon. Will ich das sehen lassen, Miles. Kann ihn nicht sterben lassen. Was zum? Bereit! Wir haben ihn. Nein! Nein, Lee! Lee! Du kannst nicht entkommen! Kettenblitz mit L1 und Viereck. Geil. Was ist das? Meine Venomkraft. Ich kann sie kaum kontrollieren. Spider-Man, Sie haben Lee. Scorpion auch. Bin hinter ihnen her. Miles, kommst du mit Lee zurecht? Ich kann auch zu dir kommen. Nein, ich pack das. Bleib da. Bist du sicher? Er darf nicht in die Nähe meiner Familie. Nicht nach der Sache mit meinem Dad. Ich muss sie beschützen. Sie brauchen mich doch. Deiner Familie wird nichts passieren. Nichts. Du schaffst das. Bin bald wieder zurück. Ich schaff das. Whoa!
ihn! Die gehören uns! Dann versuch es doch! Benutze deine Knarre! Aber das ist die falsche Stadt für euch! Du kannst nicht entkommen! Ich bin doch nicht naiv! Nee, naiv bist du nicht, das stimmt. Bam! Der letzte Gegner. Der hängt da irgendwie ziemlich falsch an der Ecke. Kann ihn nicht treffen. Jetzt. Ich glaube, das waren alle. Nur schlimm, sondern der East River brennt schlimm. Das ist... Wow, okay. Bin unterwegs. Scorpion ist später dran. Na los! Na los! Es startet nicht! Ich helf dir! Los, halt dich fest! Schon wieder. Ich muss die Schraube stoppen. Irgendwie kackt OBS bei diesen ganzen Action-Sequenzen einfach sowas von ab. Aber okay, muss ich irgendwie in den Griff kriegen. Aber lass mir tut, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss, weil wir letzte Folge ein bisschen länger gemacht haben. Unterbreche ich diese Action-Sequenz jetzt hier ein bisschen. Und wir machen das nächste Mal genau an der gleichen Stelle weiter. Dann drücke ich auf Fortsetzen und dann seid ihr wieder im Geschehen. Aber falls ihr mögt, lasst mir doch gerne ein bisschen Liebe da in Form von Kommentaren, einem Däumchen nach oben oder einem Abo, wenn ihr mögt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder bei Spider-Man 2. Bis dann.